Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Worte aus dem Buch des Predigers, die uns heute durch den Tag begleiten sollen. Sie sind erst einmal eine ganz allgemeine Lebensweisheit. Tu, was du kannst. Das gilt für alle und jeden. Auf den ersten Blick wirken diese Worte nicht besonders fromm. Aber wenn wir ein wenig umherlesen, die Sätze davor und danach, dann sieht es schon anders aus. Das Buch des Predigers kennen Sie vielleicht. Alles hat seine Zeit. Das ist der bekannteste Text, die bekanntesten Worte des Predigers. Alles kommt aus Gottes Hand. Es gibt eine Zeit zu bauen und eine Zeit zu zerstören, eine Zeit zu pflanzen und eine Zeit auszureißen. Der Prediger setzt sich auseinander mit unserem Leben, mit unserem endlichen Leben. Die Worte, die uns heute beschäftigen im 9. Kapitel, sie beschäftigen sich mit der Frage, hat das Leben doch einen Sinn, wenn es doch endlich ist? Irgendwann wird jeder und jeder sterben. Ist es dann sinnvoll, etwas zu tun? Der Prediger setzt sich damit auseinander und kommt zu dem Schluss, genieße das Leben, das Gott dir schenkt. Und dann sagt er die Sätze, den Satz, der uns heute begleitet. Alles, was dir vor die Hände kommt, mit deiner Kraft zu tun, das tu. Es sind zwei Seiten. Genieße das Leben, freue dich an dem, was dir geschenkt wird und nutze die Kräfte, die dir gegeben sind. Was du tun kannst, das tun. Dieses Wörtchen tun, asa im Hebräischen, es beschreibt auch Gottes Handeln. Wenn Gott die Welt schafft und wir, die wir etwas tun sollen, haben Teil an Gottes Schöpfungswerk. Wir nutzen die Kräfte, die er uns gibt, um diese Welt zu gestalten und anders zu gestalten. Das Leben hat seinen Sinn nicht erst durch das, was danach kommt, durch angesammelte Schätze, sondern das Leben hat seinen Sinn hier und heute, weil es ein von Gott geschenktes Leben ist. Und unsere Kräfte, die uns gegeben sind, sollen wir darum anwenden und nutzen. Unser Leben ist sinnvoll, weil wir eingebunden sind, eingebunden in Gottes Liebe, eingebunden in diese Welt, weil unsere Kräfte, unser Verstand, unsere Fähigkeit, Fürbitte zu halten, uns mit anderen zu freuen und um andere zu bangen, weil diese Fähigkeiten gebraucht werden. Jede und jeder von uns ist gebraucht. Das, was dir vor die Hände gelegt wird, zu tun mit deiner Hände Kraft, das tu. Wir sollen uns auch nicht überfordern. Unsere Aufgabe ist es nicht, die ganze Welt von heute auf morgen zu verbessern und zu verändern, sondern unsere Aufgabe ist es, mit den Kräften, die uns geschenkt sind, etwas zu tun, nicht mehr und nicht weniger. Amen. Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not. Der kann mich allzeit retten aus Trübsal, Angst und Nöten. Mein Unglück kann er wenden, steht als in seinen Händen. Ob mich mein Sündern ficht, will ich verzagen nicht. Auf Christus will ich bauen und ihm allein vertrauen. Ihm tu ich mich ergeben, im Tod und auch im Leben. Ob mich der Tod nimmt hin, ist Sterben mein Gewinn. Und Christus ist mein Leben, ihm tu ich mich ergeben. Ich sterb heut oder morgen, mein Sieg.
hast mir das Heil erworben, auch uns allen zugleiche, das ewig Himmelreiche. Amen zu aller Stund, sprech ich aus Herzensgrund. Du wollest selbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten, auf dass wir deinen Namen ewiglich preisen. Amen.